Erneut hat das Doctor's Office mich gefragt, ob ich ein Video machen kann, wie ich mich fühle, was ich sage, dass ich jetzt in einem Strict Rules Match am 22.06. stehe. Und was soll ich sagen? Ich fühle mich verarscht. Klaus, pass auf, das geht hier direkt an dich. Ich hoffe, du siehst es. Hast du Lack gesoffen? Was ist das bitte für eine unfaire Aktion? Du solltest der GM sein, der Unparteiische. Nicht nur suspendierst du Hannes nur für eine Show, sondern du setzt ihn auch noch in ein Match gegen mich nochmal? Nachdem er mir eine Flasche über den Kopf gehauen hat? Nachdem er kackendreist in mein Match eingegriffen hat? Dieser Mensch gehört nicht suspendiert, dieser Mensch gehört rausgeworfen. Er ist eine Gefährdung für alle. 22.6. Strict Rules Match. Fucking Strict Rules. Ist das wieder was gegen mich? Vor einem Jahr habe ich dieses Baby hier in einem Relaxed Rules gewonnen. Falls ihr euch erinnert. Und jetzt auf einmal ist es ein Strict Rules Match? Weil, oh, wir sind ja außer Rand und Band. Pass auf. Passt auf. Es geht lieber wieder an euch. Seitdem ich mit Luna rauskomme, seitdem ich mit Luna was zu tun habe, seitdem ich mit Luna abhänge, habe ich versucht, mich ein bisschen anzupassen, ein bisschen ruhiger zu sein, ein bisschen weniger Hass auf die Menschen zu haben. Ich habe nachgelassen, wird so manch einer sagen. Aber Hannes, du kannst froh sein, dass es so strenge Regeln gibt. Wenn es diese nicht geben würde, würde ich deinen Kopf so oft auf den Boden scheppern, bis du blutest, Junge. Ich habe da keinen Nerv mehr drauf. Diese Promo hier ist auch kein, oh, der Phil, der macht jetzt eine Promo. Oh, der Phil, der redet jetzt wieder für Blut. Nein, es ist hier ein, es ist ungescriptet. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Dieses Ding hier ist eine der wenigen Sachen, die ich noch habe. Und du versuchst es mir wegzunehmen. Mit einer kackendreisten Art. Ich habe dich einmal besiegt, ich habe dich zweimal besiegt. Ich werde dich auch ein drittes Mal besiegen. Am 22.06. in dem Strict Rules Match werde ich dieses Baby hier verteidigen. Und es gibt keinen, der mich aufhalten kann.